Also alle die Skeptiker unten im Tal, den kann man von hier oben zurufen. Wenn die in Oberhof was anpacken, dann kriegt das eine richtige Geschwindigkeit, eine Dynamik. Und ich freue mich wirklich drauf, dass wir hier oben jetzt an der Rodelbahn sagen können, 5 Europameisterschaften sind hier oben schon erfolgreich absolviert worden. Und die Sportler aus ganz Europa haben sich hier oben wohlgefühlt. Auf die 4. Weltmeisterschaft bereiten wir uns jetzt vor. Wir werden deutlich sagen, dieser Ort wird ein guter Ort sein, um alle Menschen aus der ganzen Welt, die sich für Rodeln und alles, was damit zusammenhängt, interessieren, hier oben wirklich gut aufgehoben sein werden. Und ich bin gespannt, wie das mit dem neuen Bau, wir sind den ja schon mal komplett abgelaufen, als er uns als Muster und als Modell gezeigt wurde, wie das jetzt langsam anfängt, eine wirklich qualitativ erkennbar neue Bahn wird, die atemberaubend sein wird. Und alleine die Umhausung und die einzelnen Einstiege werden ein Augenschmaus sein und für die Sportler eine angenehme Form, den Sport wirklich auch viel besser leben und praktizieren zu können. Und deswegen will ich an dieser Stelle einfach nur sagen, danke Hartmut an dich und an eure Leute, die hier wirklich perfekt das Zusammenspiel geübt haben. Und ich will den Bauleuten zurufen, dass es hier oben so gut wie keine Schwierigkeiten gegeben hat. Das grenzt an ein Wunder.